Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim auf der Nintendo Switch. Ich bin ein Vampir. Und? Mal jetzt gar nicht sehen. Ich habe mich dazu entschlossen, wie sagt man, kann ich mich verwandeln? Lass mal sehen. So. Ich habe mich dazu entschlossen, das ist gut so? Das ist nicht so gut. Ich habe jetzt entschlossen, eine Quest zu machen. Okay, wir müssen wieder normale Menschengestalt sein. Wusste ich jetzt nicht. Dazu entschlossen, ein Vampir zu sein. Und werde jetzt... Los, reisen wir rüber. Und werde jetzt eine Quest beginnen, wo ich einen Kelch füllen soll. Und dieser Kelch soll mit Rotwasser gefüllt werden. Und beigemischt soll da mächtiges Blut von einer Vampir. Ja. Ich habe gehört, dass es nicht so leicht in dieser Rotkelch-Arena da was zu machen. Ich guck mal, wo das ist überhaupt. Ich muss da ein bisschen schneller hinkommen. Gucken wir auf meine Karte, auf meine Quest. Wo bringen den Blutstein zur Rotwasserquelle? Ich sehe es hier da vorne irgendwo. Da muss ich es auch irgendwo sehen können. Rotstein sollen wir nicht. Na gut, laufen wir jetzt mal weiter. Aber irgendwo muss ja irgendwo in der Nähe sein. Hier werden wir trotzdem mal zwischendurch. Halt! Was ist das für ein Ort? Diese Information ist geheim. Und jetzt geht weiter. Ein Vampir. Muss doch irgendwo auf der Karte zu sehen sein, wo ich hin soll. Das ist doch merkwürdig. Normalerweise kann man das doch immer finden hier. Ich finde es nicht. Schreien. Da! Zeig dir mal noch was an. Da, okay. Das ist die Rotwassergrotte. Kann ich da direkt hin? Natürlich nicht. Aber ich kann direkt zur Nebelwacht. Zack! Das ist doch das Einfachste, ne? Wir laufen ja nicht die ganze Strecke. Da haben wir gar keine Lust zu. Vampirfürsten besitzen einen mächtigen Gesundheit entziehen Zauber in ihrer Rechten und den Zauber Leichennahm Wiederleben in ihrer Linken. Mit der Kräftetaste verwandelt sich ein Vampirfürst. Blitzzauber wirken neben normalen Schaden. Okay.
Ich Hunger? Na gut, dann holen wir uns was zu essen hier. Was? Na warte, pass auf. So. Das alles, was ihr könnt? Ja, das alles. Aber das wird für dich reichen. Cool. So, das sind mal fette Waffen. So, noch kurz die Karte gucken nochmal. Achso, kann man hier nicht. Wir müssen auf die andere Seite, glaube ich. Das ist ja kein Problem. Haben wir durch? Ich wollte mal gucken, was ist denn hier Fledermäuse? Was ich jetzt bin? Blut erwecken, Vampirsicht. Kann ich noch schnell vorankommen, ne? Das ist ziemlich cool. So, wir müssen wieder hoch. Okay, das geht nicht. Mal außen rum schweben. Warte. So, bisschen Fuchsblut. Okay, welche Wege sind. Ach man. Ist der durch? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, da kann man gar nicht durch. Oder gehen wir den Weg hier hoch? Einmal außen rum. Müssen wir da hinkommen. Okay. Ja, wir müssen einmal hier dran längs. Einmal außen rum. Dann ist das so. Jetzt könnte ich ein Pferd gebrauchen. Dass ich irgendwie über den Berg komme, aber dann komme ich da nicht direkt rüber, oder? Oder vielleicht doch? Wenn man hier an der Seite längs läuft. Oh. So, irgendwas hier kann ich jetzt irgendwas nutzen. Yes! So, überall ein bisschen erhöht worden, nicht schlecht.
Also irgendwie passt diese Figur hier gar nicht rein, dieser Vampir, oder? Der sieht so unnatürlich aus, finde ich. Wirklich. Schön Feuer in deinem Arsch machen. Hier querfeld einlaufen. Nicht komplett um den Berg rumlaufen müssen. Wird doch möglich sein. In den Baum gelaufen. Rheinquellensee entdeckt. Na. Genug. Ich sag, wenn's genug ist. So. Wir laufen mal querfeldein wieder. Irgendwas. Noch mehr Talente bekommen? Nee, noch nicht. Das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Hüpfen kann ich auch. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Yes, wir kommen der Sache sehr, sehr viel näher. Was war das? Sorry. Auch sterben? Darfst du. Okay, hier unten geht's rein. Wollen wir hinuntergehen? Übermächtige Vampir werde ich dir auch alle killen. Hoffe ich zumindest. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Okay, wir speichern zwischendurch auch mal. Macht vielleicht Sinn. Okay, ich komme hier gar nicht runter. Ich muss eine normale Gestalt haben. Ist ja blöd. Dort hinuntergeht. Behaltet eure Waffen bei euch, oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Alles klar. Okay. Wir husten einige. Aha, willkommen, willkommen. Ich glaube nicht, dass wir euch hier schon einmal gesehen haben, oder? Ihr könnt etwas von mir kaufen und dann in jeder beliebigen Sitzecke Platz nehmen. Okay. Ihr seht angespannt aus. Nehmt in einer Sitzecke Platz und entspannt euch ein wenig. Oder braucht ihr Nachschub? Wie wäre es mit einer Kostprobe? Da es euer erstes Mal ist, warum nicht? Sucht euch eine Sitzecke und genießt es. Rotwasser-Skoma hinzugefügt. Ihr braucht etwas?
Na, da scheint relativ süchtig zu sein. Komm ich einfach nicht so rein? Muss ich ja machen, warte mal. Okay, jetzt ist das die Rotwasserquelle hier? Eine Sitzecke hier? Okay, gucken wir mal, was haben wir da? Denke? Ne, ist da irgendwelche sonstiges wahrscheinlich, ne? Blutschränke, haben wir hier aber Rot. Rotwasser, was war das? Dann? Rotwasserskoma. Fällt mir auch da wieder her. Okay. Oh Gott, es passiert. Das war's. Diese armen Schlucker können nicht widerstehen, wenn sie einmal eine Dosis eures Skoma gekostet haben. Das Wasser aus der Quelle verstärkt das Skoma so sehr, dass wir alle Sklaven haben, die wir je brauchen könnten. Oh. Gut, dass der Boss mitbekommen hat, wie dieser alte Bauer in der Taverne von diesem Ort erzählt hat. Reden wir mit Vampir. Ich spreche nicht mit meiner Beute. Okay, wir speichern mal und dann werden wir die alle killen hier drin. Würde ich mal sagen. Oh. Hierum nicht? Komm her, du. Da war er kopflos. So, frage mich, warum die das gemacht haben, ne? Man weiß es nicht. Dietrich, nehmen wir mit. Rotwassergrotten Hinterzimmerschlüssel. Nehmen wir mit. Was hat er denn so? Bald. Kupferdiadem. So, was hat. Hat denn der Heini da oben auch noch irgendwas? Dietrich und Gold. Das ist doch gut. Schauen wir uns mal hier um, was hier noch so gibt. Wieder zu viel? Na gut. Loswerden. Das ist nichts. Aber Bücher werden einfach los. Und zwar. Okay, hier können wir nicht rüber. Bräuchten müssen wir wahrscheinlich enger einen Knopf drücken. Der hier irgendwo sein wird. Aber erstmal wo.
rüber. Ist da? Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Das reicht wohl nicht, oder? Hätte das alles friedlich lösen können hier, wenn ihr mich nur gelassen hättet. Aber nein, ihr wolltet ja gleich kämpfen. Tja, so ist das. Man kann nicht alles haben. Ja, geht's hier links? Bin ich nochmal gekommen. Quatsch. War ich ja mal zwischendurch. Man weiß ja nie, ob man nicht doch gleich nochmal stirbt. Das ist ein Knopf. Okay, es war dumm. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ja, guck mal, ein paar Getränke. Trinken tue ich gerne. Eieiei. Irgendwann kommt der Grotte immer näher. Blöde Köter. So, wir wollen uns mal einen Vampir. Im einfachen Grund, dass ich ja auch meine Power aufbauen will, das Vampir. Probieren wir mal. So. Okay. Die Rotwasserquelle, da sind wir gleich da. Können den Kelch endlich auffüllen. Das freut mich natürlich. So. Oh, hier läuft schon ganz viel rum. Ja, es macht irgendwie keinen Sinn, als Vampir hier rumzulaufen. Denn ich kann nichts einsammeln. Das ist schon schade. So. Okay, nehmen wir mal mit. Trinkt ihr da nicht einfach das Blut aus der Quelle? Das wäre sicherlich einfacher, als eine Skoma-Grotte zu betreiben.
Oh nein. War dumm von mir. Ich bin auch nicht tot. Und wie komme ich hier wieder hoch? Okay. Ich suche mal die Truhe, Gold und Zaubertrank. Wir gehen ja gut die Wendeltreppe hoch hier. Wir blöden Köter. So, hier sind ein paar Tote. Hier bin ich gerade eben reingefallen. Ein paar Getränke rum, Geldbeutel, Zaubertrank. Hier auch noch was. Nehmen wir mit. Was zu essen, so ein Kochtopf. Wenn wir nach oben gehen, da kann ich hier einfach aufmachen. Oh, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal diesen kleinen Weg hier nach oben. Hier ist der falsche Weg. Gehen wir diesen Weg. Aber auch nicht so viel. Eine Truhe. Okay, wie kommen wir da rein? Irgendwo ein auf hier. Mann, Mann, Mann. Auch ein wirres Gebirge hier. Eine wirre Höhle hier. Scheint ja aber der richtige Weg zu sein. Huch, ein paar Hündchen. Was stimmt hier nicht? Okay, Vampirmeister ist tot. Hat nichts Cooles gehabt. Die Hunde sind egal. Was hat sie noch irgendwas hier? Ja, dann liegt sie immer runter, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Was war mit euch? Mit roten Augen. Das ist doch nicht normal. Okay. Oh, hier ein kleines Steinchen. Zwei Holztüren, drei Holztüren, vier Holztüren. Ja, was verbirgt sich hinter diesen Holztüren? Das Ganze werden wir beim nächsten Mal auf den Grund gehen. Denn für heute ist leider Schluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend noch.